Hi zusammen! Ihr wisst ja, wir packen gerne mal Sachen aus. Nein, Katze. Du auch, ja? Du packst ganz gerne Sachen aus. Ja! Es ist endlich soweit, der Kram von 2K ist da und ich... Wir fangen mal an, Leute. Das ist ein riesiges Paket. Und ganz zum Schluss werde ich euch auch sagen, wer gewonnen hat. Es waren übrigens 29 Panda-Köpfe. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist jetzt schon über einen Monat her. Ihr musstet nämlich die Köpfe zählen, die in Part 1 von Mafia 3 bei mir aufgetaucht sind im Let's Play. Das ist ihr neues Zuhause. Also, wenn du, der Gewinner, die Box bekommst, dann werden wahrscheinlich auch ein paar Katzenhaare drauf sein. Das sind originale Haare von unserer Katze. Als erster Gegenstand haben wir hier eine Tasche. Oh, seht mal, das ist das Abzeichen von Clay, das er auf seiner Jacke trägt. Und natürlich mit Mafia 3 Aufdruck oder, ja, Aufdruck. Das ist ein Aufdruck. Wir haben den Seesack. Den will ich jetzt allerdings nicht auspacken. Denn das ist dir überlassen, lieber Gewinner. Das ist eine riesig große Tragetasche in Navy Grün oder ja eben Army Grün. Das steht da, die Mafia 3 Bag. This bag is not a toy. Die ist ziemlich cool und ganz schön robust. Also das ist wirklich... das ist wirklich guter Stoff. Und er hält wahrscheinlich auch einiges aus. Ich werde es übrigens alsbald zur Post bringen. Und wenn du aus Österreich oder Schweiz kommst, dann mache ich das wieder per Nachname. Was heißt wieder? Ich habe nämlich gemerkt, jetzt beim Gewinnspiel zu Dark Souls 3 für die Xbox, das hat ganz schön Porto gekostet. Das war 30 Euro, weil beide Gewinner aus Österreich kamen. Mache ich nicht nochmal, sorry. Ich krieg das hier geschenkt und zahle Geld, dass ihr das... Nee. Okay, wir haben noch den Soundtrack von Mafia 3 auf Vinyl von Cassandra the Voodoo Queen. Das ist alles wahrscheinlich studiointern gemacht worden, also es sind keine 60er Jahre Musiktracks. Jesse Harlin und Jim Bonney. Was haben wir noch? Oh, da sind noch ein paar Sachen drin. Bevor ich zum großen, ganzen Teil komme. Ich habe einen ziemlichen Riesenschädel. Ich meine, das ist jetzt auch sehr klein eingestellt. Aber wir haben eine Mütze. Service. You cannot beat. Das immer auf. Die will die Stärke von dem Kleber ablecken. Hör mal auf. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt haben wir nämlich auch noch eine Cat in der Box. Katze, komm mal da raus jetzt. Katze, komm jetzt her. Mach dich nicht so schwer, du Vieh. Wir haben noch ein Kartenspiel. Also ein Pokerspiel. Ich schätze mal 7 bis Ass. Das sind recht wenige Karten. Also es ist auch kein wirkliches... Oder sind das 2 bis Ass? Ich will es jetzt auch nicht aufmachen. Das überlasse ich dir, lieber Gewinner. Und zu guter Letzt haben wir einen Mafia 3 Turntable. Ist es nicht geil? Ein wirklicher Mafia-Plattenspieler ist das. Ich find's Hammer. Wir probieren ihn mal aus. Das packe ich nämlich jetzt mal aus für dich. Dann wollen wir das Baby doch mal testen. Ich leg mal die Platte auf. Die originale Mafia 3 Soundtrack-Platte. Und wir machen mal an. Das hat hier vorne noch Boxen, das Teil. Also man kann wirklich dann die Musik darüber hören. So, das war's jetzt mit dem Unboxing von der 2K-Box zu Mafia 3. Lieber Angry Coffee Dude, du hast gewonnen. Ich brauche bitte deinen vollen Namen und Adresse. Schreib mir gerade eine YouTube-PN. Auf dem Kanal kannst du mir eine Nachricht schicken. Und dann schicke ich dir das ganze Teil zu. Die ganze Kiste, alles dir. Ich mache das per Nachname, weil sonst werde ich arm. Also richte dich darauf ein, dass du ein bisschen Geld berappen musst, wenn das Teil kommt. Wird dann wahrscheinlich nächste Woche so sein. Ich werde das jetzt die nächsten Tage dann losschicken. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Kasten und alle, die mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank. Vielleicht gibt es ja mal wieder sowas. Auf Wiedersehen. Tschüss. Katze out.